Wie machen wir jetzt das mit meinem Lieblings-Pigi? Das ist eingegangen, du. Leck, wir müssen neu. Ich bin seit Jahren ein grosser Feuerwehrmann-Sam-Fan. So doof. Rausschneiden. Kett. Thema Ordnung. Thema Ordnung. Ein universales Thema. Und ganz speziell ist bei meiner Frau, dass es seit einem Monat ein neues Wäsche-Zusammenlegungssystem gibt. Und das Problem ist, er kennt nicht einmal das alte System. Jetzt musst du ruggeln. Ja, aber also Manu, du musst ja das schon zuerst richtig schön zusammenlegen. Also zuerst, man muss ja die Wäsche liebevoll streicheln. Aber es ist noch spannend, wie du das machst. Also. Nein, jetzt musst du sagen, jetzt ist es so, wie es immer war. Okay? Blubub. Gut. Und jetzt kommt, das kennen sicher viele Frauen da draussen. Eins, zwei, drei. Das ist jetzt dein T-Shirt. Also nicht mehr, nicht mehr flach. He? Einer unserer Hauptstreitpunkte ist wirklich die Ordnung in unserem Haus. Ich wirf meiner Frau etwa einen Sinn für Unordnung vor, habe aber selber eigentlich nicht die bessere Ordnung. Was ich verstehe für sie dann sehr schwierig ist anzunehmen. Kennt ihr das Wort mehr? Mehr sollte noch. Mehr haben ein Puff. Aber da bist du hypersensibel. Und das mehr kommt Vatergrad zu mir. Nein, Michel, falsch. Du hast ein Puff. Dann gib mehr Zeit und ich räume die Hütte Hühner gerne auf. Weil für mich ist es auch beklemmend irgendwie geworden mit den drei Kindern und so viel Zeug und so. Und ich habe jetzt so ein richtiges neues Hobby entdeckt, das Aufräumen. Ist mega cool. Aufräumen vor allem und System reinbringen. Jetzt ist wichtig bei den Hosen. Gibt's ja da. Streichen, nein, schau mal. Jetzt musst du es umkehren. Du hast den Spitz da zwischen den Beinen führen und der ist jetzt wie ein bisschen im Weg. Jetzt kann man den so gegen ein bisschen gegen innen klappen. Jetzt kannst du machen. Eins, zwei, drei. Und? Was ist denn? Ich habe wirklich noch nie mit meiner Frau über das geredet. Woher lernt man so etwas? Das wissen sicher die meisten Frauen draußen. Marie Kondo. Glaub, kennen auch fast alle Familien die Hause, glaub's. Oder ein grosser Tisch, Esstisch. Da ist man versucht, Sachen zu deponieren. Post, die gekommen ist und alles. Und da sind wir auch. Also der da Teil, bist du, also viel schlimmer als sind ich. Da auch. Also der Teil da, der ist immer beleidigt mit Post, mit Bastelsachen, die Kinder aus der Schule heimbringen. Und da bin ich sehr darauf, seit vier Wochen oder noch ein bisschen mehr, sehr darauf bedacht, dass der eben relativ frei ist. Es hat immer so ein A4-Beigel von mir drauf. Aber du kommst rein und rührst deinen Computer drauf, dann kommen deine Päckchen runter, die du bestellst. Ich kann es auch gut beurteilen, weil der Mann war jetzt gerade fünf Tage in Rosa. Ich war mit den Kindern hier allein daheim. Ich hatte viel weniger zum Aufräumen. Das hat mir schon zu denken gegeben, ob ich dich nicht gerade in eine Rosa lassen soll. Wie machen wir jetzt das mit meinem Lieblings-Pigi? Das ist eingegangen, du. Leck, wir müssen neu. Ich bin seit Jahren ein grosser Feuerwehrmann-Sam-Fan. Und das habe ich mir letzte Weihnacht das gewünscht. Nein, jetzt du es runterlegen. Da habe ich so keine Geduld für solche Sachen. Also, ich liebe es, ich habe noch nie gesehen. Hey, es ist mir ein bisschen peinlich. Das ist Premiere. Wir sind da wirklich ein bisschen klassisch Rollenverteilung. Das darf man heute ja fast nicht mehr sagen, Gott. Du, das sind noch meine Hosen. Ja, das sind Fische. Das ist am Schuhanzeigen. Die habe ich am Sports Award angehabt, 2014, glaube ich. Das ist dann ein Superman, oder was? Sports Award habe ich die angehabt, ja. Roter Teppich, man hat mich fast nicht gesehen auf dem roten Teppich. So doof. Rausschneiden, Kett. Meine übergeordnete Ordnungsrede, die du noch gar nicht kennst, die sage ich dir jetzt gerade. Die ist einfach am Abend, sobald die Kinder im Bett sind, noch mal 10 Minuten aufräumen. Das wünschte ich mir. Yeah. Das schafft er nicht und ich mache das meistens noch Garderobe, Küche. Du machst das aber nicht seit eh und je. Du hast so einen Wandel durchgemacht jetzt in dem. Ja, ich merke einfach, es geht nicht anders. Das intensive Zusammensein in den letzten Monaten. Hast du jetzt einen mega Wandel gemacht, was ich mega dankbar bin drum. Es ist hure cool, wie du da jetzt den Karren schlägst und angeschremst hast. Ich probiere mitzustossen. Machst es gut, Mama, es kommt gut.
Danke, Hose, dass du bei uns bist. Danke, dass du das Füdli von meiner Tochter warm gehalten hast. Das sagst du, ja, das muss man immer auch erwähnen, hat die Marie-José, oder wie heisst sie? Marie-José von Japan hat gesagt, man muss sich bedanken bei allen Gegenständen, die bei einem sind oder einem verlönt. Also auch verabschieden. Liebe Mische, danke, dass du bei mir bist. Ich freue mich sehr. Haben wir ein Stück Weg können gemeinsam gehen. Du darfst das Haus jetzt verlassen. Nein, du musst nicht. Mach ich das selber. Ich bin im Leuen.